Wenn du da so stehen bleibst, hallo, 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 ah, nicht mehr gespiegelt. So, der Mann mit dem großen Kopf. heute live bei uns im WW-Büro. Wir haben mal das Licht ein bisschen heimlicher gemacht. Die junge Frau mit dem Vornamen Arcane und dem Nachnamen Saga, nein, so ähnlich nur. Und wir machen das so. Sie fängt jetzt einfach mal an und spielt was ganz Kurzes, vielleicht aus, mal gucken, und dann gehen wir ins Gespräch. Erstmal irgendwas oder schon direkt Ja, was du los? meinst, komm. Überraschungs einfach. Bist du denn im, sieht man dich denn gut? Ja. Thank you.
glaube, der Lautsprecher müsste ein bisschen lauter. Also die Hintergrundmusik. Und von mir aus kannst du auch so ein bisschen lauter spielen. Ich gucke mal kurz. Ja, eine Dame hat das auch geschrieben. Was sagen die anderen? Lautstärke gut so oder sollen wir noch ein bisschen lauter machen? Keine Reaktion. Großartig. Möchtest du stehen, wenn ich mit dir rede, oder möchtest du dich zwischendurch hinsetzen? Ich glaube, ich würde mich zwischendurch dann hinsetzen. Dann müsstest du dir den Stuhl, da kann ich dir jetzt nicht helfen, weil wir ja einen Abstand einhalten. Praktisch, ne? Du musst noch ein bisschen mehr nach vorne, dass du praktisch vor dem Tisch sitzt, sonst sieht man dich nicht. So, also Lautstärke ist wohl okay, sagen die. Gut, jetzt haben wir es einen Tick lauter gemacht, das wird ja trotzdem hinhauen, denke ich mal. So, wir fangen mal ganz einfach an. Was mir eben ja schon so ein bisschen zungenbrechermäßig Schwierigkeiten gemacht hat, ist dein Künstlername. Wofür steht das denn? Also Arcane Saga wird es ausgesprochen und der Künstlername steht in dem Sinne dafür, Arcane ist das erste Wort. Arcane ist das erste Wort und es bedeutet so viel wie, dass jemand etwas, das ist ein Gegenstand, in dem Sinne von wenigen verstanden ist und so ist, dass nicht alle darauf Zugriff haben. Also etwas Mystisches, etwas, was man nicht so recht versteht. Und Saga ist in dem Sinne einfach wie eine Legende, was einfach der übliche Sprachgebrauch auch aus einer Saga macht und genau. So wie im Deutschen Sage? Genau. Und wie bist du darauf gekommen, dich so zu nennen? Es ist bei mir so gewesen, ich habe tatsächlich das Wörterbuch durchgesucht nach Wörtern, die mir gut gefallen haben und bin dann tatsächlich auf diese Wörter gestoßen. Also zuerst auf Saga tatsächlich und da der Username noch nicht schon vergeben war auf Instagram, habe ich dann noch ein zweites Wort dazu gesucht und das ist dann Arcane geworden, was ich auf Pinterest einfach gefunden habe. Und das hast du dir als Namen zugelegt für dein Musikmachen oder auch schon vorher? Nee, auch schon vorher, beziehungsweise für halt generell meine Instagram-Seite, wo ich halt viele verschiedene Hobbys präsentiere. Ah, über die werden wir natürlich dann auch noch reden. Kurze Frage, wollen wir dann auch den Instagram-Livestream anmachen? Ach, das haben wir vergessen. Genau. Kurze Frage, gut, dass du das siehst. Ich sehe das ja hier gar nicht. Ja, das ist ja ein bisschen doof, aber wir sind ja hier... Ja, zum Glück habe ich ja die Unterstützung von jungen, mitdenkenden Menschen. Oder auch nur einer. Ja, das tut mir leid. Ich hoffe mal, dass das jetzt besser sieht. Ein bisschen unscharf aus, ne? Was zur Hölle ist das? Warum ist das so unscharf? Erzähl noch ein bisschen was. Ich muss das hier schnell neu machen. Nee, ich muss das nicht neu machen. Ich krieg's nicht scharf. Was macht man denn dann hier so? Ist es vielleicht zu dunkel für diese Kamera von einem Hersteller, den ich jetzt nicht nennen werde? Dann testen wir das mal schnell, ob wir vielleicht doch das Licht anmachen müssen. Wir wollten ja ein bisschen mehr Atmosphäre erzeugen. Nee, wird nicht besser. Kinders, was mache ich denn? Ich will nicht kennen, dieses Teil hier. Ja, dann kann ich eigentlich nur hoffen, dass der junge Mann das sieht. Tut mir leid, ich breche nochmal ab und versuche es nochmal. So, wir reden mal weiter. Wie alt bist du denn? Ich bin 18. Vor kurzem ersten Jahr. Und wie lange spielst du schon? Ich spiele seit 3 Jahren ungefähr, ein bisschen mehr als 3 Jahre. Ich habe meine erste Geige zu Weihnachten bekommen und zwar vor 3 Jahren. So, welches Weihnachten war das denn? Das müsste 2017 dann gewesen sein. Genau, 2017. Also, ich meine, die Instagrammer hören ja jetzt nicht mit, aber die muss ich enttäuschen. Ich kriege das Teil ja nicht zum Laufen. Es bleibt unscharf bis sonst wohin. Und wird leider nicht besser.
Es wird sogar immer schlechter. What the fuck ist das? Hast du dein eigenes? Naja, das, dann gibt es heute kein Instagram. Nee. Das ist ja doof. Ich hätte ja noch mein zweites Handy. Möchtest du dein eigenes anschließen? Wie gesagt, wenn ich bei dem anderen Handy noch WLAN kriege, dann können wir das machen. Ich habe ja noch ein zweites Handy von mir mit. Ja. Das ist ja jetzt peinlich. Da müssen wir auch gucken, dass der Abstand trotzdem eingehalten wird, aber das funktioniert hier gerade überhaupt nicht. Ich ziehe mich mal hier zurück. Leg's hier einfach hin. Dann werde ich es erstmal desinfizieren. Wir reden weiter. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und dann bringe ich das zum Laufen, hoffentlich. Ich bin ein bisschen aus dem Konzept gekommen, sorry. Also Weihnachten, wann? Wie alt warst du denn da? Da war ich dann 15, genau. Und ich habe immer so gehört, so Geige spielen ist so kompliziert, dass man damit am besten noch viel, viel früher anfängt. Ja, die meisten Geigenspieler sind meistens so 6, 7 spätestens. Ja. Bei mir war das so, ich habe mich da noch nicht wirklich für Geige interessiert. Hm. Und ja, dann habe ich aber später die Idee gehabt, beziehungsweise halt einfach Lust dazu gehabt, ein Instrument zu lernen, und zwar mehr als nur 2 Wochen das Instrument zu haben und dann ja, das Instrument wegzulegen. Und wie viel musstest du da so üben dann? So stundenmäßig, wie viel machst du? Oder? Ich bin ein wenig perfektionistisch und dementsprechend ist es bei mir so, dass ich wirklich jeden Tag eine Stunde mich hinstelle und jeden Tag eine Stunde lang Geige spiele. Eine Stunde nur. Also ich sollte ja als kleiner Bub auch Geige spielen. Und ja, wer mich kennt, weiß, ich kann keine Geige spielen. Weil das hat mich also total abgeschreckt. Und außerdem dachte ich auch so, oh, Geige spielen, das ist doch sowas ganz Langweiliges. Irgendwelche komische klassische Musik. War das schlau von mir? Ich muss sagen, vor allen Dingen jetzt in den letzten Jahren ist Geige halt zu einem Instrument geworden, was nicht nur klassische Musik repräsentiert. Also ich spiele zwar auch gerne klassische Musik teilweise, aber mittlerweile ist es so, dass man wirklich eigentlich alles auf Geige spielen kann. Und ja, deshalb, ich liebe das Instrument, ich habe es lieben gelernt, auch dadurch, dass ich teilweise nicht so gut gewesen bin, aber es ging immer weiter. Wolltest du uns noch einen spielen, während ich hier versuche, mein Passwort wiederzufinden? Und weißt du, was ich gut fände? Wenn du ein bisschen was zu dem erzählst, was du da spielst, A, wie der Song heißt, mhm, und falls du irgendwie eine Geschichte weißt dazu oder den Grund, warum du das spielst, das interessiert die Leute halt auch. Als nächstes würde ich Don't You Worry Child spielen, eine Coverversion von Lindsay Sterling. Und ein bisschen lauter. Von Lindsay Sterling, und Lindsay Sterling ist eigentlich so plus minus diejenige gewesen, die mit fast alles, was ich momentan spiele, geschrieben hat. Und es macht mir einfach unglaublich Spaß, ihre Sachen nachzuspielen. Ja, und das, was ich jetzt spiele, Don't You Worry Child, war mit eins der der Stücke, die ich mir als erstes von ihr mit beigebracht habe. Und ja. Man hört wieder nichts. Jawohl. Gib mal ein bisschen Gas, ruhig. Thank you.
bist ganz schön nervös, kann das sein? Ich auch. Ja, ist doch toll. Jedes Mal funktioniert irgendwas nicht. Ätzend. Ja, ich muss gestehen, ich krieg weder fällt mir gerade unser Passwort ein. Und abgespeichert habe ich es in meinem Passwortspeicher, der in meinem Handy ist. Da müssten wir also die Facebook-Übertragung auch noch unter Dings bumsen. Da musst du halt einfach noch ein zweites Mal kommen. Und dann machen wir das nochmal und dann funktioniert das mit Instagram. Von wem war jetzt der Song? Der Song ist eigentlich geschrieben von Swedish House Mafia. Aber und wer sind, von wem? Swedish House Mafia. Okay. Das ganz bekannte Don't You Worry Child eigentlich. Und das Arrangement war von Lindsay Stirling. Und wer ist das? Was macht die so? Lindsay Stirling ist praktisch für E-Geiger oder für generell Geigenspieler momentan relativ bekannt. Lindsay Stirling ist eine US-amerikanische Hip-Hop-Violinist, also Geigenspielerin, die neben dem Geigenspielen gleichzeitig auch noch tanzt. Und das macht sie ein wenig einzigartig für diese komplette Musikwelt. Ja, und ihr Style geht halt wirklich von Dubstep bis ja, zu klassischeren Stücken, ruhigeren Stücken. Ist das so ein bisschen ein Vorbild für dich? Auf jeden Fall. Also nicht nur in Musik, sondern auch, ja. Beim Tanzen. Teilweise. Also wenn ich die Choreografien schön finde, dann probiere ich auch die nachzumachen, aber... Jetzt hast du aber was ausgesprochen. Jetzt weiß ich schon, was jetzt geschrieben wird als nächstes. Wir wollen sie tanzen sehen. Nein. Weiß man nicht. Nee, aber auch generell ihr Denken, wie sie sich gibt, was sie macht. Ja. Ja, du hattest ja vorher von dem Thema Instagram gesprochen und wir hatten das ja alles vorher ausprobiert, da hat es ja auch toll funktioniert. Und da war mir aufgefallen, dass dein zweites Handy alles auf Englisch ist. Warum ist das auf Englisch? Ich muss tatsächlich zugeben, dass ich mich in Englisch viel sicherer fühle mit dem Sprechen. Ach, wo kommt das denn her? Keine Ahnung, ich habe tatsächlich früher Englisch gehasst, als ich es in der Schule gelernt habe. Aber auch vor ein paar Jahren war es tatsächlich auch wieder Lindsay Stirling. Sie hat eine Biografie geschrieben und die gab es nur auf Englisch. Und ich musste mich mit Englisch auseinandersetzen, damit ich diese Biografie lesen konnte. Wenn man Bezug zu was hat, ich war in der Schule schlecht in Englisch, leider. Und erst als ich dann angefangen habe, Pop-Rock-Musik zu hören und Interesse hatte, wie was die da eigentlich singen, habe ich überhaupt erst angefangen, ein bisschen Englisch zu lernen. Ja, ja und kann ich nachvollziehen. Ja, dann hat sich das halt irgendwo gesteigert. Ich habe dann gesehen, was für Vorteile es hat, noch eine zweite Sprache relativ gut zu sprechen. Und ja, dann habe ich mich da... Wie viele Follower hast du denn auf Instagram oder Insta, wie man sagt? Momentan bin ich bei 250 so ungefähr. Das ist doch schon ganz gut. Spielst du uns noch was? Mhm. Erzählst du uns vorher, was es ist? Als nächstes würde ich für euch Artemis spielen. Das ist der Titeltrack von Lindsays neuen Album. Und das ganze Album ist in dem Sinne, ja, um den Mond geschrieben. Artemis ist die griechische Göttin des Mondes und ja, der Jagd. Das wusste ich. Und der Jagd. Und ja, worum es in dem Sinne geht, oder was für ein Thema sie im Kopf hatte, war dabei, ja, der Mond ist... nicht unbedingt immer im Licht, aber er kämpft jedes Mal wieder komplett beleuchtet zu sein. Und er gibt nie auf und wird immer weiter kämpfen, so hell zu leuchten. Und ich fand das ja einen sehr inspirierenden Gedanken irgendwie. Genau, und das ist der Titeltrack, der auch ja, verschiedene Beats in dem Sinne hat, um auch diese Göttin so zu repräsentieren. Das heißt, auf der einen Seite gibt es ja harte Beats, die dann eher ja, diese Jagdseite und so weiter von ihr zeigen. Und dann auf der anderen Seite nochmal diese etwas ruhigere Seite, die dann eher mit dem Mond und so weiter zusammen. Weißt du was? Wir senden das dann einfach in unscharf. Was soll's? Okay. Ja, ich hoffe, die Leute verzeihen uns das. Man soll ja hören, oder? Ich sag das noch schnell rein, damit die das verstehen. Ich warte so.
nicht. Doch, kann man. So, obwohl ich zwei Techniker habe kommen lassen, extra einfliegen. Wir kriegen es nicht scharf. Und jetzt habe ich gesagt, der Ton ist gut, die junge Frau ist toll. Dann senden wir es eben heute mal in, nicht in HD, sondern nur in SHD mit Nebel dazwischen. Das hat ja vielleicht auch eine besondere Wirkung, wer weiß. Na, komme ich hier weiter rüber? Vielleicht ist hier nur ein Special Effekt oder so. Genau, stellt euch einfach vor, das ist ein Special Effekt. So, es geht weiter. Geig uns mal ein hier. Was du versprochen hast. Ich habe eben mal was gemacht. Ich habe nämlich mal dein Instagram-Profil gepostet. Und wenn man da drauf geht, dann denkt man ja, das wäre eine ganz andere Person. Ja, teilweise nicht. Gleich mehrfach. Und ich hatte das ja schon angedeutet, dass du noch ein Geheimnis hast und dass wir da auch drüber reden wollen.
Jetzt musst du keine Angst haben. Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass du das lieber am Schluss hättest, weil du dann auch noch eine Überraschung hast. Hätte ich aber am Schluss, ja. Ich will ja immer mal zwischendurch ganz kurz was machen. Als wir das Vorgespräch hatten, sagtest du so, ich mache nur Cosplay. Und ich so, was zur Hölle macht sie? dann hast du es aber geschrieben. Ich meine, und dann fiel mir ein, dass ich den Begriff auch schon öfter gehört hatte. Also es geht um COSplay in einem Wort geschrieben. Erstmal mal ganz kurz. Also was ich weiß, ist, die haben immer Perücken auf. Ja. Also warum, nicht immer, warum aber... Muss, und sie sehen alle so ein bisschen aus wie asiatische Comics. Richtig. Kannst du das ganz schnell mal erklären, also, was das eigentlich ist? Im Grunde ist es so, dass man bei Cosplay einen Charakter hat oder mehrere Charaktere hat und man verkleidet sich als diese. Die Besonderheit von Cosplay ist jedoch, dass man der Charakter nicht nur, also nicht nur wie der Charakter aussieht, sondern auch in dem Sinne in der Rolle ist. Das heißt, man hat nicht nur den Charakter und zieht sich so an wie der oder schminkt sich wie derjenige, sondern man ist auch in dieser Rolle aber drin. Wo ist man das denn? Zu Hause in seinem Zimmer und macht dann zeigt sich das gegenseitig oder wie stelle ich mir das vor? Also ich kenne die Konichi in Kassel, da laufen die alle so rum, ist wunderschön immer, meistens bei gutem Wetter auch, kann man tolle Fotos machen. Die sind alle auch gut, mega gut gelaunt immer, die Leute. Aber wenn ihr euch jetzt nicht auf so einer Convention trefft, was lebt ihr denn da wie aus? Also hauptsächlich ist es Fotografie. Ja. Also man sieht das ja auch bei Instagram. Ich mache sehr, sehr viele Bilder und poste die dann. Ja. Aber was ich wirklich toll finde an der Cosplay-Community, ich kann auch mal einmal winken. And hello to Italy, I saw that you are here. So, unscharf, aber trotzdem da. Ja, ich weiß, ich habe eine Freundin aus Italien, die gerade zuschaut. Ich habe Freunde in Berlin, die momentan gerade zuschauen. Habe ich auch gesehen, dass die da sind. Und ich finde es toll, was für Freundschaften sich da entwickeln. Zum Beispiel bin ich jetzt vor kurzem erst, noch bevor die Corona-Sache zum Glück war, bin ich nach Berlin gefahren und habe da halt einen Kumpel getroffen. Wir haben uns dann, ja, in dem Sinn zusammen mit... Und geht ihr dann so, darf man denn verkleidet sein? Bei den ganzen Mittelalterleuten darf man ja nicht verkleidet sein. Die sind ja gewandet. Geht ihr dann so raus? Irgendwas? Oder stellt und die Bilder, die. Ja, fragen wir erstmal das. Macht ihr das dann? Wie bitte? Macht ihr das dann so, dass ihr dann auch so auf die Straße geht? Wir mussten es. Wir mussten einmal quer durch Berlin, um zu einer anderen Freundin zu fahren, die auch mit uns dann zu dritt gecosplayt hat. Und dann sind wir wirklich mit der Straßenbahn. Und dann fotografiert ihr euch in den Outfits. Und sind das Szenen aus irgendeinem, also ich meine, ist das ein Charakter, den es in literarischer Form gibt oder hast du dir die selber ausgedacht? Nein, das sind Charaktere, die es gibt. Ja. Mein absoluter Favorit und für den man mich auch am meisten kennt, ist der Detektiv L aus der Serie Death Note. Ah, Death Note kenne ich ja sogar. Und nicht nur die Verfilmung. Genau, das ist in dem Sinne mein Hauptcharakter. Und wer von denen da, also ich kenne ehrlich gesagt doch nur die Realverfilmung, ich weiß nur, dass Death Note eigentlich ein Comic ist, oder eben eine Comic-Serie. Eine Manga-Serie. Ich sehe eine Blondine mit Geige. Genau, das bin auch ich, das ist aus Your Lie in April, auch ein Anime. Und dann was mit dunklen Haaren und dann noch was mit ganz düsteren Federn. Oh, aber, yeah, that's my friend from Italy. Ach so, das bist du. Das ist meine Freundin aus Italien, die hat ein wunderschönes, riesengroßes Cosplay gemacht. Mach jetzt mal Folgendes. Ich zeige zumindest mal den Facebook-Leuten. Warte mal, ich muss ja hier rübergehen. So, das geht gar nicht, man sieht nichts. Ein wunderschönes. Ich poste das jetzt gleich nochmal, dann könnt ihr euch das anschauen. Riesengroße Flügel gemacht, selber gemacht. Und während. Entschuldigung. Bist du wieder im Bild? Ich bin im Bild. Riesengroße Flügel selbst gemacht, das finde ich auch super interessant, wenn die Cosplayer wirklich riesengroße, interessante Sachen selbst machen. Und jetzt spielst du uns noch was und dann poste ich das nochmal. Mhm. Und du erzählst wieder was zu dem Song. Mhm. Als nächstes will ich für euch Roundtable Rivals spielen. Einer der Favoriten, wenn ich zu Hause spiele, tatsächlich. Roundtable Rivals ist wieder ein Originalstück von Lindsay Stirling. Und bei diesem spezifischen Stück ist es so, sie hatte die Idee, dass man eine Stadt hat, in der nicht mit Waffen gekämpft wird, sondern mit Musik.
Und ja, sie hat dann als Geigenspielerin gegen einen Gitarristen angekämpft. Und sie wollte dieses Musikvideo unbedingt drehen. Und genau. Legen wir los. Sehr schön. Das hängt hier zwar, aber zwischendurch sehe ich, dass da ganz viel gemodet, gedingst und so weiter wird. Möchtest du noch einen weiteren Song gleich hinten dran spielen, was erzählen? Oder soll ich dir mitzählen? Ich will, glaube ich, erstmal wieder reden. Okay, gut. Ich hatte es vorhin schon mal so ganz kurz angesprochen mit dem vielen Üben und so weiter. Warum ich mich damals auch nicht getraut habe, Geige zu lernen, weil ich gedacht habe, die halten mich dann alle für einen Idioten. Das Image der Geige hat sich ja zum Glück sehr gewandelt, sage ich mal. Mein Kumpel übrigens, dessen Eltern die gleiche Idee hatten wie meine, der musste das dann lernen und von da ab war dann auch Schluss. Und kurze Zeit später waren wir keine Freunde mehr. Nicht, weil ich ihn nicht mehr mochte, sondern weil er nur noch am Üben war. Er ist wohl auch ganz gut geworden, wie ich später gehört habe. Lieber Markus Müller, wenn du mich jetzt hörst, komm doch mal vorbei mit deiner Geige irgendwann und geig mir einen. Aber wie war denn das bei dir in der Schule? Warst du da sowas wie ein Nerd oder eine Nerdin? Sagt man Nerdin? Ich glaube, man sagt auch Nerd. Bei mir war es so, es wussten tatsächlich relativ wenige in der Schule, dass ich Geige lerne. Vor allen Dingen dadurch, dass
ich sehr spät angefangen habe und das auch gleichzeitig mit dem Abi und so weiter war. Und dementsprechend war es dann so, dass es gar nicht groß das Thema war. Klar, meine Freundesgruppe wusste das und später dann auch ein paar andere, weil man dann halt darüber geredet hat und andere dazugehört haben. Aber jetzt in dem Sinne verurteilt dafür, dass ich Geige spiele, auf keinen Fall. Also da war ich nicht... Nee, warst du da nicht so eine Angeberzicke oder so dadurch? Nein. Ich meine, ich glaube, die Leute haben so oder so gedacht, dass ich ein Nerd bin, aber das war dann eher wegen meinen Noten. Ach, oder, Streberin bist du auch noch. Absolute Streberin. Super. Gesagt, Perfektionistin. Na, wenigstens bist du vernünftig angezogen. Und siehst nicht aus wie eine von der Alpha-Verbindung. Nein, Quatsch. Also schlau sein ist überhaupt kein Nachteil in dieser Welt. Manchmal könnte man das denken, weil man sich vielleicht zu sehr mit den Dummen rumschlagen muss. Aber lass dir da mal nichts einregen. Ja, aber jetzt spielst du noch einen Song. Weil wenn ich so viel rede, dann langweilt die Leute das. Zu schnell. Ich kann da ja nichts lesen drauf. Also du liest das wirklich, du liest wirklich die Noten. Das ist nicht nur Show, dass sie da so hängen? kommt drauf an. Also ach, manchmal ist es doch Show. Manchmal stelle ich mir die nur dahin, damit ich die Sicherheit habe, okay, ich weiß, das sind Noten. Falls ich rauskomme, kann ich da drauf gucken und weiß es wieder. Aber ansonsten spiele ich eigentlich, also wenn ich das Lied gut kenne, dann spiele ich aus dem Kopf. Ansonsten brauche ich wirklich die Noten, wie zum Beispiel jetzt. Als nächstes werde ich ein Greatest Showman Medley spielen. Greatest Showman ist ein Musical. Greatest Showman. The Greatest Showman. Ja. Hat einen wunderschönen Soundtrack und finde ich auch eine sehr inspirierende Message für diejenigen, die es nicht kennen. Es geht praktisch darum, dass P.T. Barnum einen Zirkus eröffnet, wo alle möglichen Leute hinkommen, die anders sind als der Durchschnitt, anders sind als die Norm. Und dass die dort an dieser Stelle so sein können, wie sie sind, ohne dass sie verurteilt werden. Und darüber ist praktisch dieses Musical und das finde ich unglaublich inspirierend. Thank you.
Du hattest ja vorher gesagt, du hättest eine Überraschung für mich. Ist das diese Wasserflasche da hinten? Nein, hab ich nicht. Oder war das der schöne Song gerade? Auch der nicht. Ich habe dir trotzdem was mitgebracht. Wenn du übrigens gerade da stehst, nochmal ein Stück zurück, und jetzt rechts von dir, dann darfst du dir einen von diesen wunderbaren Honigen nehmen. Du kaufst eigentlich auch zwei, weil ich, oder, ja, nimm ruhig zwei. Wasserstadthonig. Nimm erstmal einen mit, du kannst, wenn du rausgehst, dann noch einen zweiten nehmen. Nimm ihn ruhig mal mit hierher, ich erwähne das immer gern. Der wird hergestellt von Victor Hernandez aus Kassel, ursprünglich mal ein Warburger. Seine Eltern wohnen, glaube ich, noch hier in Warburg. Der hat uns den gespendet, als er gehört hat, in was für eine Krise uns die Corona-Sache geschmissen hat. Ist deiner. Nimm mit, genießen. Ich habe schon probiert, schmeckt mega lecker. Ach du Schande. Da stinke ich jetzt aber nicht gegen an. Ich darf das ja nicht anfassen. Das ist ja ein bisschen. Ich zieh hin. Dann musst du das, das sieht ja toll aus. Das musst du jetzt aufmachen, weil wenn ich das jetzt. Was ist denn da drin? Ja, du musst das Siegel selber brechen. Komm. Ich kann meinen eigenen Siegel doch nicht brechen. Doch, natürlich. Nein, ich kann meine eigenen. Na gut, ich kann ja die Hände hinterher desinfizieren. Aber das mache ich dann vor der Kamera. Guckt euch das mal an. Weiß ich gar nicht, ob man das sehen kann. Kann man das sehen? Ja, ja. Alter Walter, ey. Und da ist jetzt was drin. Das will man ja gar nicht aufmachen. Das Problem haben alle meine Freunde. Ich liebe es, Briefe. Ach so, wir sind jetzt Freunde. Das wusste ich. Wusste doch, ein Haken muss an der Sache sein. Ich liebe es, Briefe zu schreiben und alle meine Briefe sind versiegelt. Ich habe gerade verstanden, Liebesbriefe schreiben, aber ich glaube, du hast gesagt, ich liebe es, Briefe zu schreiben. Ich liebe es, Briefe zu schreiben. Ja, Gott sei Dank. Was haben wir denn hier? Aha, es ist gut, dass wir das heute hingekriegt haben mit dem Umstellen. Das ist ja sehr schön. Also erstmal ist hier ein leckerer Yogi-Tee drin. Sieht man das denn jetzt in dem Bild? Ja, sieht man. Ja, danke schön. Wie soll ich das jetzt werten? Dann haben wir hier noch einen Lutscher. Einen Lutscher für den Lutscher. Nee, nicht für den Lutscher. Vielleicht. Und das finde ich das ja noch später. Ein Kugelschreiber. Hast du etwa mitgekriegt, dass ich beim Einkaufen es blöd fand, dass ich mit einem vollgeklebten Kugelschreiber unterschreiben sollte? Tatsächlich nicht. Und da ist noch was drin. Ah, da ist noch was drin? Oh, ein Brief. Ein Brief? Ohne Titel. Ist der nur für mich oder darf ich ihn in die Kamera halten? Gerne. Ich gucke erst mal, was so draufsteht. Kann man das sehen? Ich glaube, es ist ein bisschen zu klein. Ja, das ist jetzt schwierig, wo es nicht mehr gespiegelt ist. So, ich lese mal vor. Ist ja Englisch. Oh, das, also damit überforderst du mich jetzt. So gut ist mein Englisch gar nicht. Das haben wir jetzt alle gelesen. In that moment I realized this is everything I need for a great life. Some fresh air to fill my lungs. Ja, also verstehen tue ich es ja. My precious body, some birds to sing me lullabies, and I whispering and wind and leaves, and I will be birthing it right. Das hast du selbst gedichtet? Genau. Alles, was ich in diesem Briefumschlag getan habe, ist irgendwas, was mit mir zu tun hat. Nein. Ja. Also du bist der Lutscher. Nein. Nein, ich bin nicht der Lutscher. Du magst Lutscher. Aber Lutscher. Mit Orange, Joghurtgeschmack. Vielleicht nicht gerade ich. Aber da kommen wir dann später noch zu. Das können wir machen. Aber auf jeden Fall mag ich ayurvedischen Tee. Das ist schon mal sehr gut. So, jetzt haben wir aber zu viel geredet. Jetzt kann ich dir meine Frage nicht stellen. Jetzt musst du ein Lied spielen. Jetzt haben wir aber die Neugierde erzeugt. Meine Fresse. Es sind schon wieder jede Menge Musiker dabei. Leute, ladet mal eure Fans ein, wenn ihr schon selber guckt und den Kanal damit voll macht. Dass auch ein paar Leute gucken, die einfach nur Musik genießen wollen. Armin Engelhardt, ich grüße dich. Ich habe es tatsächlich nicht geschafft, das Banner hinten aufzuhängen. Das mache ich aber dann spätestens am Montag. Aber dafür habe ich es ein paar Mal eingeblendet. Und das machen wir jetzt auch nochmal. Farmsound, Armin Engelhardt präsentiert die Veranstaltung hier heute. Und die Leute warten. Du darfst deine Fans nie hängen lassen. Jetzt, wo du sie so angefeuert hast.
Also, das nächste, was ich spielen werde, ist Take Me Home von Cash Cash. Eins der ersten Lieder, die ich mir wirklich komplett alleine ohne Lehrer beigebracht habe, wo ich komplett selber... Ja, immer schön einsprühen. Genau, okay. Und Abstand halten. Los geht's. Hast du denn eigentlich heute mit uns mitgebracht? Ich habe insgesamt, glaube ich, 10. Und dann hast du ja schon die Hälfte gespielt. Ja, tatsächlich schon. Das gerade war auch tatsächlich ein nicht geplantes. Das, ach, also da habe ich mich gerade spontan, ich mich gerade spontan zu entschieden, dass ich das noch spiele. Es war nicht geübt. Ich sehe gerade, dass wir da unten eine Werbung eingeblendet haben für eine Veranstaltung. Das ist ja an sich ganz schön, aber wieso wird die bei uns eingeblendet? Bin ich jetzt gerade ein bisschen verblüfft. Ja, man merkt, wir haben nicht so viel Ahnung hier beim Wildwechsel von unserer eigenen Technik. Das kriegen wir schon noch irgendwie hin. Schreibt mir jedenfalls gerade jemand. Das ist eine Veranstaltung, die wir präsentieren. Ach, das ist schon das neue Datum. Ja, dann ist das ja auch in Ordnung. Ich war gerade irritiert, weil ich dachte, denen ist ja alles abgesagt im Moment. Was? Soll ich es da mal übersetzen auf Deutsch? Du sagst mir, ob ich es richtig übersetzt habe. Kannst du gerne tun. Du kannst mir dann eine Note geben. Ich habe nur 2 Jahre richtigen Englischunterricht gehabt. 5. und 6. Klasse. In dem Moment, wo ich, einfach das auch mit realisiert übersetzen, oder gibt es da noch ein besseres deutsches Wort? Wahrscheinlich nicht. Habe ich festgestellt, habe ich realisiert, ja. Ne? In,
in dem Moment, wo ich realisierte. Habe ich realisiert. Mhm. Aber dann muss die Betonung also sein, in dem Moment habe ich realisiert. In this moment I realized. Genau. Mhm. Das ist alles, was ich brauche für ein wunderbares Leben. Richtig. Etwas frische Luft für meine Lungen. Meinen, da muss ich mal nachgucken, dass ich das richtig übersetze hier. Das kann man nämlich mehrfach übersetzen, aber ich habe mal nachgeschaut. Meinen wertvollen Körper. Richtig. Eigenlob stinkt. Nee, das stinkt hier nicht. Einige Vögel, die mir, was sind das? Schlaflieder sind ja, das doch eigentlich, richtig. Singen. Einige Vögel, die mir Schlaflieder singen und den flüsternden Wind in den Blättern, so wäre es absolut perfekt. Nee, die letzte Zeile Mist. Nicht. Nein, sondern so wird es. Ich. Ach, ich. Stimmt, hier steht ja I. Ja, stimmt, wenn man es erst. Ich hatte einen Daumen drauf. Also ich. Mir wird es perfekt gehen, mir wird es gut gehen. Ah, genau. I will be, natürlich. Ja, siehst du, das kommt daher, wenn man sein Englisch nur aus den Untertiteln von alten Schwarz-Weiß-Filmen und dem, aus dem Englisch-Lexikon übersetzten Songtexten. Ja. Der erste Songtext, den ich ins Deutsche übersetzt hat, war übrigens Jeans On von David Dundas. Der war dann gar nicht so intellektuell, aber ich fand den Song halt ganz gut. Willst du uns schnell noch was zum zweiten, oder willst du ganz kurz mal anreißen, worum es dabei den Sachen geht? Es ist halt nicht so spannend für die Leute, weil die es nicht sehen. Deswegen halte ich es nochmal schnell rein irgendwie. Aber du erzählst mal ganz schnell was dazu. Okay. Solang's nicht. Fangen wir an, womit? Ist mir egal. Sind ja deine Geschenke. Okay, ich fange an mit dem Siegel tatsächlich. Das Siegel ist ein S, was auch mein richtiges Initial ist. Was sowohl dann halt für meinen richtigen Namen als auch für meinen Künstlernamen steht, das S. Genau. Und wie gesagt, ich versiegele alle meine Briefe. Ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt Briefen nochmal einen besonderen Touch. Und du bist schon ein Nerd. Ja, ich bin schon ein Nerd. Ja. Das ist vollkommen in Ordnung, oder? Soll ich dir sagen, dass ich das auch gemacht habe früher? Aber bei mir waren es dann tatsächlich nur die Liebesbriefe. Man wollte ja irgendwie bei den Frauen Eindruck schinden, aber... Naja, ich habe mir das irgendwann... Ich finde es schade, dass so wenige Briefe geschrieben werden, tatsächlich. Aber als ich dann die Idee hatte, habe ich mir gedacht, okay, kaufe ich mir und mache ich seitdem fast auf jeden Brief. Genau, dann geht's weiter mit dem Gedicht. Ich schreibe auch selber. Beziehungsweise das fühlt sich auch toll an. Mhm. Das ist auch ein Gedicht von mir. Ich schreibe sowohl Gedichte als auch jetzt zuletzt ein Buch geschrieben. Gedichte auch sowohl Englisch als auch Deutsch. Die veröffentliche ich dann auch teilweise auf meinem Instagram-Profil. Genau, und ich liebe es einfach zu schreiben. Der Tee war auch eine spontane Idee. Ich liebe es, Tee zu trinken. Mein Lieblingstee ist es tatsächlich nicht, da wir da momentan keine abgepackten Päckchen haben. Der riecht ganz gut. Aber ja, der schmeckt auch ganz gut. Der riecht ja auch so, als wenn er irgendwie, nach tausend und einer Nacht, ne, so ein bisschen. Genau. Hm? Genau. Der Kuli steht dafür, dass ich momentan studiere. Ich merke, in Wirklichkeit hast du dir selbst ein Geschenk gemacht, ne? Das ist gar kein Geschenk für mich. Nein, das ist ein Geschenk für dich. Du kannst es alles. Eigentlich hätte ich dir das schenken müssen und dann so tun, als hätte ich alles schon über dich gewusst. Ich habe genügend Kullis, genügend Tee und genau. Und der Lolli oder der Lutscher steht repräsentativ für mein Cosplay. Ah ja, da kommen wir ja dann nochmal drauf. Genau. So, Leute, wollt ihr euch, ach guck mal, das Bild ist weg, wollt ihr euch was wünschen? Also wenn ihr euch jetzt was wünschen dürftet, was würdet ihr euch denn dann wünschen? Kommt drauf an, bei mir ist es halt relativ schwer. Dadurch, dass ich das war doch gerade ein Karlauer. Wie lautet der Satz? Was habe ich gerade gesagt? Schenkelklopfer. Wenn ihr euch jetzt was wünschen könntet, was würdet ihr euch denn dann wünschen? Aber die können sich ja gar nichts wünschen. Sie können sich wünschen, ich komme nochmal wieder und genau, also spielen. Wünschst du dir jetzt was und du spielst jetzt das Lied, worauf du großartig jetzt Lust hast. Okay, ganz liebe Grüße gehen raus an meine Mama. Weil genau, dieses, die guckt zu. Ja, die guckt zu und dieses Lied werde ich jetzt für sie spielen. Es ist ihr absolutes Lieblingslied, ein bisschen weihnachtlich, ein bisschen Herzschmerz, aber das muss auch mal sein. Und genau. Zeig so, jetzt komm.
Was ich spielen werde, ist Halleluja, ein oft gecovertes Lied. Ja. Aber doch immer wieder schön. Da wären ja sogar harte Männer schwach bei. Wenn wir jetzt. Habe ich neulich gesehen, meine ich. Vorhin habe ich das Klatschen vergessen. Das sollte aber nicht heißen, dass es nicht gut war. Wow, mich hat gerade wieder jemand gefragt, wie ist denn das mit den Rechten? Also ich poste jetzt mal wieder was rein zu dem Thema. Es sind ja sehr viele Musiker drin. Übrigens kriegst du auch positive Resonanzen. Oh, das ist schön. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Du hast halt noch nicht so viele Fans. Deswegen schreiben natürlich noch nicht so viele, das ist ja klar. Hast ja auch noch nicht drei CDs draußen, wie die Nadine. Nein, natürlich nicht. Aber Jumper Extreme Meyer schreibt, Geige ist so ein geiles Instrument. Und dann macht er noch so, was bedeuten soll, toll. Ich weiß jetzt nicht, Jumper, ob du nur das Instrument gut findest oder ob du findest, dass sie auch gut spielt. Okay, dann schreibt Dirk Perk, wie immer kritisch, klingt vielleicht abgedroschen, aber nichts für mich. Was immer damit meint, weiß ich jetzt nicht. Ja, ach, darüber hat sich jemand, ich glaube, er meint das Lied. Und dann sagt er aber, Crystallize wäre schön. Ja, das habe ich definitiv geplant. Das wird kommen. Das wird jetzt wieder wie abgesprochen, Dirk. Ja, ich hoffe, du bist noch da. Witzigerweise ist es nicht abgesprochen, aber ja, das habe ich geplant. Es wäre das übernächste Lied. Ich kann es aber auch gerne vorziehen, wenn ihr das wollt. Ich würde vorschlagen, wenn er sich doch wünscht, dann spielst du und
machst du mir jetzt eine ganz nette Ansage. Ne? Das ist immer ganz wichtig bei sowas. Persönlichen Kontakt zum Publikum. Das hast du ja bei Insta auch schon gemacht. Also musst du jetzt sagen, lieber Dirk, diesen Song habe ich damals, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind, für dich geschrieben. Sofort an dich gedacht. Nein. Es ist der. Dirk ist ein sehr netter, der würde das verstehen. Der Breakthrough-Song von Lindsay Sterling, wo sie ja in dem Sinne bekannt mit geworden ist, wo sie über Nacht tausende von Views hatte und damit ging es bei ihr wirklich. Worum geht es in dem Song? Worum geht es? Ist ja immer witzig bei Instrumentalen. Aber manchmal erzählen die Künstler das ja und du bist ja ein Fan von ihr, da könnte es ja sein, dass du es weißt. Ich weiß tatsächlich auch, wie dieser Song zustande gekommen ist. Aber er sagt es halt nicht direkt, also bei Instrumentalmusik oder auch für Lindsay ist es so, die Musik hat für sie eine ganz eigene Bedeutung, aber sie kann noch eine ganz andere Bedeutung für jeden einzelnen anderen. Ja, aber trotzdem, du weißt doch, worum es geht. Genau. Es gab einen japanischen Wissenschaftler, der herausgefunden hat, dass in unserem Körper das Wasser, was wir enthalten, sich zu Kristallen formt. Und diese Kristalle sind sehr, sehr schön, wenn wir glücklich sind. Und sehen sehr, sehr hässlich und ungeformt aus, wenn wir traurig sind. Ah, da würde ich jetzt gar nicht mehr zu sagen, das ist schon so schön. Und mit dem Song möchte sie dann in dem Sinne darauf hinweisen, dass wir doch bitte wunderschöne Kristalle mit uns wachsen lassen sollen. Klasse. Glücklich sein sollen. Okay. Toll. Boah, jetzt will ich aber mal ganz viele Herzen von dir sehen. Thank you.
Okay, wow. Ja, wenn ich das mal früher gewusst hätte, dann hätten wir jetzt vielleicht Duett spielen können. Aber witzigerweise eins der ersten Lieder, die ich auf Geige gelernt habe, will man gar nicht glauben. Finde ich richtig gut. Mein Geigenlehrer hat zum Glück mich damit schnell konfrontiert und so bin ich auch schnell. Thorsten Popke, der auch hier auftreten möchte, wenn ich ihn richtig verstanden habe, meint, die Background-Musik wäre immer noch zu leise. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber. Kriegen wir aber hin. Das kann ich noch lauter spielen. Ich fand es genau richtig, aber du hast ja gesagt, das kann man immer so ein bisschen schwer bestimmen. Wahrscheinlich kommt das auch darauf an, worüber man das hört, Thorsten. Hörst du das über Anlage oder über dein Handy? Ja, man kriegt ja keine Rückantwort, man muss ja immer warten. Ja, wie auch immer. Also bei mir ist es auch relativ schwer, wenn ich mal irgendwas aufnehme, dann genau die gleiche. Hast du denn noch andere Hobbys? Außer diesen beiden? Wie gesagt, schreiben. Ich schreibe noch selber. Auch noch. Mhm. Ich habe jetzt vor kurzem erst ein Buch in dem Sinne. Ja, wenn man so viele halb fertig geschrieben. Anspruchsvolle, schräge, intellektuelle Hobbys hat. Lernt man überhaupt Jungs kennen? Kommt drauf an. Worauf kommt denn das an? Zum Beispiel, wie gesagt, meinen Kumpel habe ich ja kennengelernt, aus Berlin den. Ja. Es sind halt alles Nerdfreunde. Also, kein Platz für die Liebe? Platz für die Liebe oder schon. Oder bist du liiert oder bist du noch Single? Weil Künstler sind ja immer Single, weil das die Fanbase vergrößert. Ach nein, ist zu viel zu privat. Komm. Instagram ist... Was? Hingefallen. Kipp it? Ja. Ach, wir arbeiten hier, wenn ihr sehen würdet, mit was für Profitechnik und das Zeug hält trotzdem nicht. Man kann ja im Moment nichts einkaufen. Muss man mal schauen. Also, wenn ich es richtig rausgehört habe, wir können ja da gleich mal deine E-Mail-Adresse posten. Da geht also noch was. Also sagen wir so, ich wollte jetzt nicht so weit darauf zurückgehen. Ich habe dir ja jetzt die eine Frage auch noch nicht gestellt, aber die schieben wir hinter die andere Frage. Ich fände es gut, wenn du uns noch einen Song spielst. Du hast ja auch den Song von ganz am Anfang, den können wir hinterher nochmal als Zugabe machen, weil die Leute verspätet eingetreten sind, aber du hast doch bestimmt auch noch einen anderen. Noch ein paar, wenn ich so richtig mitgezählt habe, höchstens bei 6 jetzt. Oder bei 5. Ich hätte jetzt noch einen und dann... Nein. Würde ich noch zwei spielen. Ja, komm, mach noch einen schön. Okay. The Upside, wieder von Lindsay Stirling, eins der neuesten Lieder von ihr, auch auf dem neuen Album. The Upside ist, das ganze Album ist in dem Sinne auf einer Geschichte basierend. Neben diesem kompletten Artemis-Thema ist es auch noch so, dass sie eine Art Comicbuch da mit rausgegeben hat. Und genau, da lebt halt diese Comicfigur Underground, das was ich als erstes gespielt habe, also im Untergrund, und hat halt den Himmel noch nie gesehen. Und in dem Lied oder in dem Stück, was ich jetzt spielen werde, ist es so, dass dieser Charakter nach oben geht, to the upside, also nach oben, wo sie dann endlich das erste Mal den Mond sieht. Macht die auch Cosplay? Nicht direkt Cosplay. Fantasy. Aber genau, sie kommt ursprünglich von Videospielen. Ach. Sie hat also als allererstes sowas wie Legend of Zelda Musik gecovert und hat sich dann natürlich auch als Cosplay verkleidet und hat das so ein bisschen mitgenommen. Was heißt, sie hat Legend of Zelda gecovert? Wie covert man das denn? Was ist denn Legend of Zelda? Legend of Zelda ist ein Computerspiel und sie hat da die Musik von genommen und hat daraus ein Medley geschrieben. Ach so, hat sich klar. Dann verkleidet und ist dann in die Wälder gegangen und hat da mit ihrer Geige ein bisschen rum. Wie alt war die, als sie angefangen hat? Das weiß ich tatsächlich, also, glaube ich, gar nicht. Also in die Öffentlichkeit zu gehen, wollte ich sagen, als das losging. Oder wie alt ist sie jetzt ungefähr? Ich weiß, dass es 2010 war und sie müsste jetzt so um die paar 30 sein. Genau, und 2010 ist sie als allererstes aufgetreten öffentlich in America's Got Talent, also mehr oder weniger dem amerikanischen Supertalent, wo sie aber gesagt bekommen hat, dass sie so spielt, als ob Ratten stranguliert werden. Wunderschön, dass... Ja, da sitzen ja immer so Experten. Genau. Hat sie natürlich total runtergezogen und sie dachte, ihre Karriere sei zu Ende. Okay. Hat sich dann aber, wie gesagt, mit YouTube
nochmal in dem Sinne daran getraut und hat dann diese Cover und Medleys und so weiter gemacht. Und damit Crystallize kam dann der Durchbruch und da wusste sie, sie wird Musikerin. So, und dann muss ich jetzt noch sagen, das ist interessant. Ich weiß nicht, hast du gestern die Sendung gesehen? Teilweise, ja. Komplett? Nicht komplett. Dann hast du wahrscheinlich genau die Stelle verpasst, wo die Nadine Fingerhut von ihrem Anfängen erzählt hat, wo ja auch Leute gesagt haben, lass das, das bringt's auch nicht. Lern einen vernünftigen Beruf und bricht, oder beziehungsweise in ihrem Fall, sie hat ihr Studium abgebrochen, um Profimusikerin zu werden. Und darüber hat sie halt einen Song auch geschrieben. Ne? Und da sieht man mal, wie sich der Kreis schließt. Und so Geschichten kann man ja von ganz vielen Talenten hören. Ja, es sind viele, viele. Ist natürlich auch eine krasse Entscheidung, die man dann irgendwann fällen muss. Ne? Mhm. Ja. Okay. The Upside, Lindsay Sterling. Ich sehe gerade, wir haben sogar was veröffentlicht zu dir. Das werde ich jetzt mal posten. Mhm. Der Blick steht dir ja gut. Du wolltest ja auch noch mit dem Cosplay ein bisschen was machen und uns auch noch mit überraschen.
Wie lange brauchst du denn dafür Vorbereitung? Ungefähr 5 Minuten. 5 Minuten? Okay, dann machen wir Folgendes. Wollen wir das dann jetzt schon machen oder möchtest du das ganz am Schluss machen, wenn du nichts mehr zu spielen hast? Weil eigentlich werden die Leute danach bestimmt noch ein Lied hören wollen. Das ist nämlich die Sache, ich habe jetzt noch 2, die zu dem Cosplay passen würden. Ja, dann machen wir doch jetzt den Break. Ich poste kurz nochmal einen ganz kurzen kleinen Text zu dir. Und dann husch husch, verschwinde von der Bühne nach da hinten. Wenn du durch die Tür gehst. Dann kann ich nämlich da hinten, genau. Ja, aber wirklich nicht länger als 5 Minuten, sonst sind die alle weg. Nee, weil so viele interessante Sachen habe ich nämlich gar nicht zu erzählen. Ach ja, ja, ja. So. Dann nehme ich mal mein Spray mit. Also wie ihr seht, oh, das sieht auch noch fancy aus. Sprühen wir ja alles dauernd an. Das ist im Übrigen auch das Virozide und die Antivirozid wahrscheinlich. Ich komme mal ein bisschen näher ran, damit ihr ein bisschen mehr seht. So. So, für die wenigen unter euch, die keine Ahnung haben, was wir normalerweise machen, wir machen diese Zeitung, nennt sich Wildwechsel, mit Veranstaltungshinweisen. Diesen Monat wäre die dann eher weiß erschienen hier, deswegen haben wir es nicht rausgebracht, wir hätten es auch gar nicht verteilen können, ist ja alles zu draußen. Und wir haben dann ganz spontan gesagt, wir machen jetzt einfach mal hier direkt aus dem Büro täglich Livestreams, jedenfalls immer, wenn wir einen Künstler haben. Wie ich schon sagte, es kann sich jeder bewerben. Er schreibt mich einfach über WhatsApp an, 0171 93 38 278. Die 0171 93 38 278. Hallo Achim, danke für die Grüße. Ach, Herr Pilock, DJ Paul, grüße dich auch. Wir wissen alle nicht, wie lange es noch weitergeht so mit dem draußen gesperrt, aber eine Zeit lang auf jeden Fall. Und so lange werden wir das hier machen und dann werden wir mal schauen, was sich daraus so entwickelt hat. Montag geht es auf jeden Fall weiter mit 2 Musikern von Free to One. Die bauen ihre Instrumente aus Zigarrenkisten. Das klingt ganz schön bescheuert auf den ersten Blick, aber wenn man sich dann anguckt und anhört, dann ist es gar nicht so, sondern ganz im Gegenteil, dann ist es ziemlich cool. Und die werden ein bisschen was dazu erzählen und auch spielen. Und der Witz ist, die können auch noch spielen. Wir machen das dann im Wechsel, weil hier ja immer nur möglichst 2. Na, wir haben manchmal, hat jemand noch einen Fahrer dabei, der sitzt dann ganz hinten im Raum und geht immer ab, wenn er abgehen muss, wenn wir dahin wollen. Aber mehr wie das waren wir bisher noch nicht. In 80% war es wirklich, waren wir sogar nur zu zweit hier. War bis jetzt nur einmal, dass da jemand sogar konkret saß und ganz leise mit zugehört hat. Und warum ich jetzt hier quatsche, ist, weil die junge Dame neben Geige spielen, ich muss mich in die Richtung bewegen, so, neben Geige spielen auch Cosplay macht. Das schreibt sich COS oder COS Play. Und da geht es darum, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man Comic, Film, Comic Book, vielleicht auch andere, im Großen und Ganzen erfundene Fantasiefiguren, ich glaube auch teilweise Superhelden, hauptsächlich aus dem asiatischen Raum darstellt. In Kassel gibt es da immer eine Convention zu, das ist die Konichi, ich wollte schon Konichiwa sagen. Die ist in der ganzen Welt bekannt, da kommen auch viele tausend hin und dann ist das auch sehr interessant in Kassel, wenn das da stattfindet, weil die teilweise, also es ist immer interessant in Kassel, weil die da so durch die Stadt laufen in ihren verschiedensten Outfits. Na, was ist denn das schon wieder für ein Mist? Instagram hängt. Ja, kann ich auch nicht zu. Pech gehabt, Instagram. Was noch wichtig ist, warum geht das hier? Wurde ich eben wieder gefragt, wie ist das mit GEMA? Nein, es fällt während dieser ganzen Krise, ist das kein Problem. Und ich glaube, es ist auch generell kein Problem. Wir haben dazu einen Artikel veröffentlicht auf unserer Webseite www.wildwechsel.de. Im Moment muss man sich um nichts Gedanken machen. Es gibt grundsätzlich ein paar Einschränkungen, ich kann gar nichts sehen. In Wirklichkeit war der Notenständer dazwischen, ich sehe nur die Füße. Bleib mal noch stehen, ich muss doch erst hier weg. So, aber jetzt ist die junge Dame auch schon da. Und dann nerve ich euch nicht weiter und gehe wieder aus dem Bild. Hallo Dirk, jetzt muss ich ja doch noch was sagen. Lieber Herr Schaller, Sie hätte ich ja auch gerne mal hier.
Allerdings müsstest du dann, müssen wir alleine irgendwie was machen, vielleicht mit Halbplayback, deine Sängerin könntest du leider nicht mitbringen. Ja, reagiert er jetzt gar nicht. Dirk Schaller ist ein sehr unterhaltender und unterhaltsamer, wie soll man sagen, Schlagermusiker. Das ist ein bisschen zu einseitig. Er macht mehr so Party-Unterhaltungssachen, tolle Ausstrahlung und reißt die Menge regelmäßig immer mit. So, und jetzt gehe ich ab. Jetzt wird es wieder interessanter. Eieiei. Okay, so. Was ist das denn für eine Figur, die du da jetzt... Ach, das ist aus Death Note. Instagram ist. Ja, was soll ich machen? Instagram hängt. Nee, das Video ist zu Ende. Meinst du, es ist einfach zu Ende? Weil wir ja, über eine Stunde haben. Ja. Dann teilen wir das in der Stirn-Dings. Genau. Nein, wir wollen es in der Story teilen. Neu starten. Ah ja, und dann starten wir das neu. Dann kommen die ja im richtigen Moment wieder dazu. Das heißt, du darfst jetzt nichts Wichtiges erzählen. Du musst jetzt nur mega cool tun. Vielleicht so. Da sind wir wieder. Es ist immer noch die gleiche Person, aber nicht mehr der gleiche Charakter. Habe ich das gut formuliert? Richtig. So. Death Note. Ja. Also ich habe die Realverfilmung gesehen. Da haben mir Fans gesagt, kommt nicht an das Eigentliche heran. Tatsächlich nicht, nein. Fand aber das Monster ganz cool in der Originalverfilmung. Welche Verfilmung hast du gesehen? Ach, gibt auch noch mehrere Realverfilmungen. Ja, die neueste. Von Netflix? Ja. Die von Netflix ist nicht sonderlich cool. Das. Ich fand diesen fiesen Typen ganz cool, der hat mir ganz gut gefallen. Aber die Story war so, dass man so dachte, könnte ein Pilot für eine Serie sein. Und jetzt geht's irgendwie richtig los und dann war es jetzt schon zu Ende. Ja, dann erzähl uns doch mal, aber komprimiert, worum geht's denn in Death Note? Der Schüler Light Yagami findet ein Notizbuch des Todes. Ich habe es euch mitgebracht. Das Todesnotizbuch. Genau. Und jeder, dessen Name dort eingetragen wird, stirbt. Und der Light, mit dem ich zusammenarbeite, sieht gerade schon zu und hat mir Hallo gesagt. Hallo Light. Und er möchte damit die Welt verändern. Und zwar in dem Sinne, dass... er alle Kriminellen auslöschen möchte. Er möchte eine perfekte Welt erschaffen, in der keine Kriminalität mehr vorhanden ist. Aber der Detektiv L, das bin ich, findet es nicht richtig, dass man in diesem, ja, dass man halt so vorgeht, um Kriminalität auszulöschen. Und dementsprechend entsteht ein, ja, mentales Battle zwischen mir, dem Detektiv, und Light Yagami, Kira, genannt wegen Killer, weil sich das auf Japanisch relativ ähnlich anhört. Und dementsprechend, ja, sind die beiden intellektuell relativ, ja, gleich auf. Und während der Detektiv probiert, ja, es ist praktisch ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden. Ja. Aber ist es nicht immer ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Bösen und den Guten? Das ist hier gerade das Interessante. Es gibt kein Gut und Böse in diesem Anime. Ah, das, und wird, das ist wird, das... Es wird nicht gesagt, was richtig ist. Meiner Meinung nach ist L der Richtige. Aber es gibt auch komplett andere Ansichten. Und das ist ein Jugendlicher? Oder ist das ein Erwachsener, der nicht erwachsen werden kann? L ist... ich bin... ich glaube, 22 Jahre zu der Zeit, wo das noch spielt. Also ein Jugendlicher. Ja, junger Erwachsener. Also, du spielst also als Charakter einen Jungen? Ja, richtig. Warum? Weil ich mich mit dem Charakter irgendwo identifiziere. Aber du hast auch noch andere Charaktere, das ist genau umgekehrt, ne? Also, ja. Okay, ist das typisch für Cosplay, dass da so... Geschlechtertausch etc. Man cosplayt den Charakter, den man am meisten mag oder dem man irgendwie Respekt zollen möchte. Ja, interessant. Und kommt das, ist das grundsätzlich eine Sache, die aus dem asiatischen Raum kommt? Oder wo kommt das her? Ja, grundsätzlich kommt es aus dem asiatischen Raum tatsächlich. Und ist auf dem, ja, Manga- und Anime-Kult irgendwo basierend. Mhm.
Und da gibt es also viel, habt ihr da, gibt es da eigene Foren und so, wo man sich da austauscht und oder wie ist das, läuft das jetzt über Instagram? Das ist ja weltweit, glaube ich, ziemlich, ne, das ist ja eine riesen Community, das genau. Habe ich so, also ich, schon mitbekommen. Ich habe, wie gesagt, Bekannte durch Cosplay in Italien, in Irland, in Amerika tatsächlich auch, also komplett vernetzt. Worüber redet ihr, wenn ihr da redet? Hauptsächlich, also wenn man in dem Sinne sich erstmal kennenlernt, klar danach freundschaftsmäßig auch andere Sachen, aber hauptsächlich dann erstmal über diesen Anime oder über diese Serie, was man sonst noch so guckt, was man da ja, gerade interessant findet. Gib mal ein Thema vor. Wenn ich jetzt, was weiß ich, du hättest mich jetzt kennengelernt und ich wäre hier dieser Leid. dieser böse, was wäre so das Erste, außer gut, Tag, hallo, wo kommst du her, bla 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 bla, aber worüber genau spricht man dann? Tolles Outfit, wie du das nachmachst oder, genau, also zum oder Beispiel, wie interpretierst du die Figur? Oder? Woher hast du deine Sachen, wie machst du das, hast du die selber gemacht, ist ein ganz großes Thema für Cosplayer. Also viele stellen auch ihre Sachen eigen, selbst her. Ich habe jetzt nicht gerade das aufwendigste Kostüm. Eigentlich ja nur die Perücke. Und die Schminke ist anders jetzt? Richtig. Ja. Eine Blue Jeans, weißes Oberteil, ja, das ist relativ einfach. Aber die Perücke sieht schon ein bisschen wertig aus. War die teuer? Nein, ich habe sie gestern extra noch für dich gestylt. Was hast du die? Extra nur für dich gestylt. Gestylt? Mhm. Okay, also die ist nicht teuer. Die war jetzt 20 Euro. Also ich habe jetzt gedacht, die wäre für mich, für deine Fans hast du das gemacht. Also, no. Du gibst mir aber die Chance. Und er, deswegen der Lutscher. Interessant. Elle ist der festen Überzeugung, dass Süßigkeiten, oder ich bin der festen Überzeugung, dass Süßigkeiten die mentalen Kapazitäten erhöhen und man wird nicht fett, wenn man es verdenkt. Wenn man es was? Verdenkt. Verdenkt. Ja, da ist er ja gleich doppelt auf dem falschen Trip. Also Kinder, nicht nachmachen. Man wird natürlich fett, wenn man zu viel Süßigkeiten isst. Zu viel. Ja, die Dosis macht das Gift. Wie mit allen Drogen. Und natürlich außerdem zerstören Zuckermoleküle Vitamine, wenn man zu viele davon isst. Und letztlich machen sie auch nicht fit, sondern müde, wenn man zu viele davon isst. Jetzt spielst du uns noch was. Genau. Und ich hatte jetzt... Wenn ihr Fragen übrigens zu dem ganzen Zeugs habt, was schreibt ihr? Ach so, guck mal. Death Note, Achim Markus Batzoll, der ist so mein Alter, schreibt, Death Note erinnert mich an eine kranke Tochter. Ich habe die ganze Anime mit ihr geschaut. Sie steht total... Ach, erinnert mich an meine kranke Tochter. Ja, Achim, Mensch, da drücken wir dir erstmal die Daumen. Sorry, dass ich das gerade falsch gelesen habe. Seine Tochter steht total drauf. Ich wünsche, dass das gut wird, alles mit deiner Tochter. Viel Glück von Elle. Und wenn sie da so drauf steht, ich weiß nicht, vielleicht kann sie ja irgendwie mit ihr mal kommunizieren. Vielleicht ist das gut für sie. Den Instagram-Account habe ich ja gepostet. Fragen gibt es sonst keine. Ja, also liebe Leute, dann erleben wir jetzt noch eine Premiere. Denn wie heißt du jetzt? Elle. Oder Ryosaki. Weil Elle ist eigentlich mein Deckname. Oh, wow. Beziehungsweise Ryosaki ist auch mein Deckname. Also Elle spielt uns jetzt nicht Elle wie im Französischen, sondern Elle wie the letter L. Oder? Einfach nur der Buchstabe. Interessant, wie du dich verändert hast. Ich meine nicht nur äußerlich. Vielleicht, ich bin mal gespannt, ob du jetzt auch anders spielst. Das vermute ich nicht. Ich meinte jetzt nicht besser oder schlechter. Ja, aber auch die Spieler, glaube ich. Und zwar werde ich euch jetzt relativ kurz, aber das musste jetzt sein, das Death Note Opening, also die Titelmusik des Animes spielen. Wäre jetzt mein Vorschlag gewesen, ne? Bin mir überflüssig. Kein Problem. Passiert das kriegen alles. Wir noch besser. Hört sich doch schon besser. Hm.
jetzt machst du es nochmal, weil jetzt war die Hintergrundmusik definitiv zu leise. Ja. Das Ding hat doch Schmiss, das muss doch fetzen. Okay. Also ich finde, da muss der ne, das muss doch knallen. Ich meine, wir haben ja auch noch nicht mal 8 Uhr, da können wir noch mal ein bisschen. Saga, nee, Sega? Saga. Saga sagt man und Arcane? Arcane Saga. Arcane Saga. Künstlername. Ich könnte natürlich jetzt auch den echten Namen verraten, aber dann wäre ja die Zauberei. Ja, immerhin weiß man nicht, wer Kira da draußen ist und wer den Namen braucht. Und ich möchte hier nicht nachher tot liegen. Und ich würde gerne mal was über die Geige wissen. Ja, die Geige. Kannst du die auch spielen? Klingt die auch ohne Verstärker? Ohne Verstärker, ich ziehe. Klingt das ganze Ding wunderschön? Ah, nur leiser. Ich dachte erst, weil es keinen Klangkörper hat, das vielleicht gar nicht klingt. Nein, ist also ideal. Das ist ja eine tolle Erfindung. Fällt mir gerade ein, kenne noch jemanden, der Geige gespielt hat in meiner Jugend, nämlich irgendjemand bei uns in der Nachbarschaft und die Person konnte das nicht so gut. Das war sehr anstrengend, weil auch immer sehr laut. Und was kostet sowas? Für beides zusammen, jetzt für den Verstärker und für meine Geige. Nehmen wir nur die Geige erstmal. Die Geige, das ist 800 Euro gewesen. 800? 800. Boah, ja. Das ist jetzt eine. Da kriegt man schon Gitarren, die günstiger sind. Ist das, ist das ein Durchschnittspreis oder ein ein hoher Preis wird es nicht sein, das war eine doofe Frage von mir, aber. Wie gesagt, das ist jetzt eine von Yamaha. Ich mag einfach den Sound von Yamaha-Geigen. Ja. Tatsächlich. Und man nennt sie auch Silent Violin, also stille Geige, dadurch, dass man sie halt so leise spielen kann. Also wenn ich bei mir zu Hause spiele und die nicht anschließe, dann hört man das zwei Räume weiter gar nicht mehr. Ja, ja, ja. Und vom Preislichen her ist das halt eine relativ günstige E-Geige tatsächlich. Aber gut, ich meine, nach oben gibt es ja nie irgendwie einen großen... Die wievielte Geige ist das von dir? Ist das deine erste noch? Oder? Zweite tatsächlich. Ja. Die erste habe ich zu Weihnachten bekommen. Was muss man denn mindestens anlegen, wenn man mit sowas anfängt? Das darf ja auch kein schlechtes Instrument sein, sonst macht das Spielen ja auch keinen Spaß. Ne? Also die erste, die ich bekommen habe, war 150 Euro, eine akustische Geige. Oh. Ich bin immer noch sehr zufrieden mit ihr, weil sie einen sehr, sehr vollen und hölzernen Klang hat. Einen komplett anderen als diese hier. Aber als ich dann nach einem Jahr gemerkt habe, okay, ich bleibe dran, habe ich mir dann überlegt, dass ich mir noch eine eigene Geige kaufe, also noch eine Geige kaufe und habe mich dann, ja, schweren Herzens tatsächlich dafür entschieden, dass ich eine E-Geige kaufe, weil ich mir so unsicher war, was ich mir kaufen möchte, aber es war definitiv die richtige Entscheidung. Und der Verstärker? Der war 200 Euro und den haben wir direkt angepasst auf die E-Geige. Toll, was es da heute für eine Qualität gibt. Zusammen. Gibt es bestimmt bei Armin Engelhardt Farm Sound, der das heute präsentiert. Und lieber Armin, tut mir wirklich leid, ich hatte einen Papierstau, ich wollte das Banner dann sehen wir mal ausdrucken, weil es mit der Post noch nicht angekommen ist, aber wir holen das nach. Beziehungsweise ich habe es ja eben gerade noch geschafft, kurz bevor die junge Dame kam, aber dann nicht mehr aufhängen können. Ich halte es jetzt mal kurz in die Kamera, damit das wenigstens funktioniert. Wo ist es da? Und der Armin hat da den Slogan drauf,
Sag mal ehrlich, würdest du deine Freundin online kaufen? Klingt anzüglich, ist aber nicht so gemeint. Sondern was er damit ausdrücken will, ist, dass die Leute ruhig mal ein Instrument ausprobieren sollen, bevor sie es kaufen. Ja, das finde ich auch tatsächlich sehr wichtig. Also ich hätte jetzt nicht einfach online irgendeine Geige gekauft. Sagen auch viele Geigenspieler, dass sie die Geige definitiv ausprobieren müssen, bevor sie sich für die Geige entschieden. Ich weiß ja nicht, wie das bei E-Geigen ist. Ich weiß, dass es bei Gitarren so ist, dass nicht mal eine Gitarre, eine gleiche Gitarre gleich klingt. Und deswegen ist das schon ein bisschen Anachronismus, wenn Leute sich eine Gitarre im Internet bestellen. Zumindest haben mir das Gitarrenspieler erzählt. Vielleicht nicht, ob du so. Denn die sagen also, selbst wenn du dir das gleiche Modell von der Les Paul 10-mal holst, klingt jede anders. Und man soll das lieber deswegen im Instrumentengeschäft machen. Das klang jetzt wie ein Werbesprech, aber das haben mir schon mehrere gute Musiker erzählt. Also bei trotzdem bestellen die Leute ihre. Bei E-Geigen weiß ich es nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da kommt es natürlich auch, bei Geigen ist es immer sehr interessant, wie sich die Geige mit den Saiten verändert. Also je nachdem, wie teure bei Saiten du halt hast, ist es auch nochmal ein Unterschied. Klar. Also wie gesagt, bei E-Geigen weiß ich es nicht, bei normalen Geigen definitiv. Ja. Das klingt jeder anders. Gut, wenn sich jemand fürs Geigespielen interessiert, dürfen die sich dann bei dir melden? Oder sagst du auch, nee, bloß nicht? Ach, klar, also ich meine, ich bin jetzt kein Profi, definitiv, ich bin Hobbymusiker, aber zum Einsteigen, klar, kann ich ein paar Tipps geben, kann ich auch ein bisschen erklären, was man, ja, worauf man achten sollte, aber wie gesagt, ich bin halt kein Profimusiker. Wie kam es denn, dass du dich überhaupt bei uns gemeldet hast? Ich war ja schon, oder ich kenne euch ja schon, relativ lange. Ich war ja schon hier als Praktikant. Hey, die Wahrheit. Ja, was denn? Die Wahrheit ist doch, du hast dich gar nicht gemeldet. Nö. Siehst du? Ja. In Wahrheit hat deine Mama das vorgeschlagen und ich fand das ziemlich cool. Und ich fand, aber meistens findet man das ja eigentlich nicht so toll, ne? Wenn die Eltern irgendwie, man will ja irgendwie immer selber. Na ja, gut, ich habe eine super Beziehung zu meiner Mutter insofern. Wollte ich gerade sagen, ich weiß, dass das bei euch so ist. Ne? Und ich fand das ja, du hast ja auch dich dann auch selbst nochmal gemeldet und sofort positiv darauf reagiert. Aber das geht nach draußen. Ist mir egal, ob es die Mama ist, der Papa, der Bruder oder man selber oder die Freundin oder die Fans. Wir lassen hier jeden spielen, solange es nicht wirklich zum Weglaufen ist. Oder was vortragen oder was singen. Oder von mir aus auch was basteln. So, spielst du uns zum Abschluss noch einen Song? Genau, eins würde ich auch noch spielen, eins habe ich noch. Würde ich noch spielen? Und zwar auch wieder was bezogen auf Death Note, diesmal aus dem Musical. Und leider, leider, leider der Song von meinem Gegner, weil der einfach bessere Songs hat. Das tut mir leid. Ich weiß ja nicht, ob es vielleicht, ich hatte das ja eben nur für mich mal so gewünscht, mit ein bisschen mehr Pep. Stell dir das so ein, wie du es richtig findest. Das passt ne? schon, das passt schon. Genau, der Song heißt Hurricane und geht über den Moment, in dem Light das Notizbuch findet und sich dafür entschließt, dass er die Welt ändern möchte. Und genau. Deine Mama verspricht dir gerade, dass du bald eine neue Geige kriegst. Ach, kriege ich das? Das ist sehr schön. Sehr schön.
oder? Ja. So, dann musst du dich jetzt, wie jeder große Künstler, von deinem Publikum verabschieden. Und dann gehst du ein bisschen arrogant von der Bühne runter und arrogant. Ich fordere die Leute dann auf, ein bisschen Applaus zu machen, weil du dann als Zugabe nochmal spielst, was du am Anfang gespielt hast. Mhm. Aber das haben wir natürlich jetzt so. Also jetzt so, tschüss, das war's. Ihr ich fand es sehr schön, dass ihr alle bei mir wart. Ich möchte noch ganz liebe Grüße an Leid rausschicken. Du bist immer noch nicht die Gerechtigkeit. Und ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. In die andere Richtung, nicht in meine. Was? Da musst du abgehen. Ja, ich weiß. Ja, 2 Meter Abstand hier. Schnickschnack. So Leute, wenn euch das gefallen hat, dann jetzt mal einen tosenden Applaus. Vielleicht können wir die Künstlerin dann überreden, nochmal wiederzukommen. Das hier ist aus dem Wildwechselbüro. Das war gerade Arcane Saga. Wenn ihr wissen wollt, was das heißt, müsst ihr euch den Anfang nochmal anhören. Können wir auch mal so machen. Ach nee, das sieht bei mir nicht gut aus. Und ich sehe gerade, die toben da geradezu. Ich hatte ja gedacht, das kommt mehr bei den Frauen an. So, weil mir so, na, so ein bisschen anspruchsvoller und so. Aber es sind so die, ach guck mal, hallo Jürgen, es sind die Herren der Schöpfung, die dir besonders viel applaudieren. Vielen Dank. Der ist Hopfen und Malz noch nicht verloren bei den alten Kerlen. Oh, ich höre das richtig. Ich glaube, der Applaus wird bestimmt. Pass auf, der Applaus wird jetzt noch lauter. Das Blöde ist, dass man halt alleine ist. Da kann man das alles nicht so steuern. Aber wir machen jetzt nochmal so richtig. Du zierst dich jetzt noch ein bisschen. Jetzt kommst du wieder rein. Oh yeah, danke, ihr wart ein wunderbares Publikum und das musste sagen. Und deswegen spiele ich euch noch einen Song und so weiter. So, jetzt du. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Ich habe die Zeit hier sehr genossen und ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein durfte. Kommst du aus der Rolle nicht raus? Ich bin in der Rolle. Ja, und da musst du sagen, warum du den Song jetzt nochmal spielst. Weil er am Anfang war. Ich spiele den Anfangssong nochmal, weil ich davon ausgehe, dass die meisten von euch da noch nicht da waren. So macht man das. Was dir denn noch sah? Meine Freunde sind fest überzeugt. Und beim nächsten Mal haben wir, ich möchte mal dafür sorgen, dass die Leute auch einen Bademantel mitbringen. Na, wo sind denn die Noten abgeblieben? Ja, das darf natürlich nicht so lange dauern. Das muss natürlich besser vorbereitet sein.
Das war doch gut, dass du es nochmal wiederholt hast. Ja, war besser. Ja, ich glaube, wir müssten noch eine Stunde spielen, dann gehst du richtig ab hier. Aber das machen wir, wenn du hoffentlich nochmal wiederkommst. Gleich kommt ja Tatort, übrigens mit der wunderbaren, oh Gott, wie heißt sie denn? Jetzt fällt mir der Name nicht an, aus Göttingen, die auch ist eine farbige Deutsche, die auch in Marvel-Universum mitspielt. Und die spielt interessanterweise im Göttinger Tatort eine Kommissarin, sehr gut, sehr coole Figur. Ich weiß, hat jetzt nichts mit uns zu tun, aber ich wollte einfach mal auch einen Fernsehprogramm-Tipp geben, weil ich will mir das gleich anschauen. Was machst du heute noch? Ich werde vermutlich gleich noch mit meinen Freunden schreiben. Ansonsten... Wie macht man das über... Ist das jetzt gut mit so viel Zeit? Schule ist ja auch weg, oder? Ja, ist Studium, gut. Müsst ihr Fernstudium machen? Noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass es bald kommen wird. Aber momentan bin ich tatsächlich ein bisschen angepisst von der ganzen Freizeit. Im Moment habt ihr einfach nur frei und es gibt gar kein Angebot. Gar nichts. Aber du kannst ja immer Geige spielen. Ja. Und weißt du, was du auch machen kannst? Wenn du mal wieder siehst, dass ich irgendwie online gehe auf Instagram, dann kannst du einfach mal anrufen und mich mit Geige irgendwie völlig überraschen. Und schau bitte bei den anderen rein. Klar. Mal und mach mal so einen höflichen Kommentar. Das kommt immer gut an, wenn man sich unter Musikerkollegen gegenseitig lobt. So, dann geh mal ab. Ich mache. Oder wolltest du noch was sagen? Entschuldigung. Alles gut. Danke fürs Zuschauen. Bleib gesund. Ich habe gerade noch einen. Muss ich wieder aufpassen hier? Ich habe gerade noch einen. Ich habe gerade noch einen PayPal-Link geschickt. Das ist unserer, weil Saga gar keinen eigenen hat. Wenn ihr da aber was spenden wollt an sie, dann schreibt einfach im Betreff Saga und wir schicken das weiter. Wahrscheinlich ist es besser, ich weiß gar nicht, ob man sowas sagen darf, wenn ihr das als Freundschaftsüberweisung macht. Weil sonst, wenn wir das weiterschicken, kassiert ja jedes Mal PayPal noch was dran. Ich weiß es nicht so genau. Das soll ich mal selber schlau machen. Das könnt ihr auch dauerhaft machen. Also ich werde bei Saga schon immer wissen, dass es nicht um die Band geht, sondern um die junge 18-Jährige. Man ist Violistin, ne? Violinistin. Nicht Geigerin? Nein, Violinistin. Was passiert, wenn man Geigerin sagt? Es ist ein anderer Musikstil. Ach, es ist ein anderer Musikstil. Ich dachte, das wäre so wie Friseuse und Friseurin. Nein. Ah, na gut. Geige ist... Das wird sie uns beim nächsten Mal erzählen, wo der konkrete Unterschied zwischen Geigerin, ich wollte gerade schon Geigerzähler sagen, Geigerin und Violinistin ist. Und außerdem bin ich mal gespannt, wie sich dann, ob sie dann noch ein bisschen lockerer ist. Es hat sich ja so im Laufe der Sendung immer ein bisschen mehr entspannt. Du warst ganz schön aufgeregt, ne? Klar. Vielleicht sollte sie beim nächsten Mal gleich in ihrer Rolle kommen. Das gibt einem ja auch mehr Sicherheit. Also deswegen habe ich auch immer eine Sonnenbrille auf, weil ich so unsicher bin. So, hat noch jemand eine letzte Frage? Ich rutsche mal ganz nah dran, damit ich das eventuell sehen kann. Hat sie klasse gemacht. Dankeschön. Markus schreibt, Fedor, du alte Säge. Was soll das jetzt heißen? Weil ich hier so halb angesägt bin. Clara Sophie schickt dir, ich vermute mal dir, 4 Herzen. Stell schickt dir 6 Klatscher. Der Hermann sieht zu und tut gar nichts. Dann verabschieden wir uns für heute und freuen uns. Am Montag geht's weiter. Solange wir Künstler haben, die sich hier darstellen wollen, egal ob sie singen, tanzen, rezitieren, Witze erzählen wollen. Wir könnten auch mal eine Sendung mit Karlauern machen oder Flachwitzen, habe ich mir auch schon überlegt. Werden wir immer so zwischen 18 und 19 Uhr in der Woche und am Wochenende eventuell schon ein bisschen früher senden. Arrivederci, bleibt gesund und macht's gut. So, jetzt kommt nochmal Applaus. Na, kommt der Applaus. Schon schwierig, wenn man alles selber einstellen muss, dann funktioniert das nicht so. Wir verabschieden uns nochmal, kommst du nochmal auf die Bühne hier, stellst dich hier hin und dann machst du so... Und verabschiede dich nochmal. Pass auf, dass deine Kamera nicht runterfällt. Ja, nochmal. Wir rasten völlig aus. Nochmal. Nochmal. Wir haben noch 2 Minuten. Yay! Yay! Yeah, super!
So, das war's. Wir schalten ab. Wo denn? Da. Meine Augen.